Herzlich willkommen zu einer Fußstunde. Steht mal neben eurer Matte und habt euren Ball in der Nähe. Nur in der Nähe. Steht mit euren Füßen hüftgelenksbreit und deswegen neben der Matte, dass ihr einfach einen festen Boden unter euch habt. Ja? Mattenboden ist ein anderer Boden als der feste Boden. Genau. Wenn ihr natürlich einen Teppich habt, ist das natürlich auch was anderes. Aber jedenfalls nicht Matte. Stell deine Füße genau parallel zueinander und hab die zweiten und dritten Zehen nach vorne schauen. Richte die Außenkanten der Füße relativ parallel aus. Genau. Du hast zwischen den Füßen 1,5 Fäuste Platz. Du kannst auch runtergehen und das ausprobieren, ob das so ist, dass das nicht so eng ist und nicht so breit. Dann schließe deine Augen und fühle, ob die Fußsohlen sich so fühlen, wie du sie hingestellt hast. Stehen die genau nebeneinander, weil das hast du ja vorher gemacht. Fühle die Fußsohlen, ob die gleich viel Boden bedecken. Wie ist rechts, wie ist links? Ist Großzehenballen unten, Kleinzehenballen und Ferse? Oder ist irgendwas in der Mitte auch unten? Lass deine Augen noch zu und spür über die Füße weiter rauf in die Waden, in die Knie, in die in die Oberschenkel, in das Gesäß, in das Becken. Spürst du da irgendeine Spannung? Wenn ja, lass sie los. Weil du stehst ja nur aufrecht. Da braucht man nicht sehr viel Muskeln. Eigentlich gar keine, wenn alles übereinander steht. Lass noch immer die Augen zu und wenn eine gute Einatmung kommt, hebst du alle 10 Zehen auf. Und du schaust, was passiert. Wie reagiert der Körper? Du lässt die 10 Zehen weg, du lässt die Augen zu und atmest ruhig weiter. Circa 15 Sekunden halten wir die Zehen oben. Und dann schaust du, dass eine günstige Ausatmung kommt. Und da lässt du alle 10 Zehen fallen und merkst, wie der Körper reagiert. Wenn er nach vorne driftet, wäre das ganz normal. Mach jetzt die Augen auf und hebe wieder mit einer guten, günstigen Einatmung alle 10 Zehen. Schau, wie der Körper reagiert. Atme ruhig weiter und wenn eine gute Ausatmung kommt, lass du die Zehen richtig fallen und merk, wie das eine andere Qualität ist, weil du die Augen dazu hast. Das Arge ist, dass unsere Sehkraft aber nachlässt. Ja, und wir können uns nicht immer auf die Augen verlassen. Deswegen müssen wir unsere Balance trainieren. Und die kriegen wir über bewegliche Füße, über die Aktivierung der Fußsohlen. Du nimmst dir jetzt deinen Ball und gibst ihn dir unter deinen rechten Fuß in die Mitte. Das ist unser Punkt Nummer 1 von dem Fuß, den ich heute in der Früh geschickt habe. Ja, auf euren WhatsApp ist ein Fuß drauf, den könnt ihr auch immer wieder anschauen. Ihr steigt mit dem Nicht-Ballfuß ein bisschen breiter auseinander, dass ihr über hüftgelenksbreit steht. Jetzt hat ein Fuß einen Ball drunter und einer nicht. Und du wackelst jetzt von rechts nach links, dass du mal dein Gewicht einmal auf Ballfuß, einmal auf Nicht-Ballfuß verlagerst und mal schaust, wie sich das anfühlt. Der Körper kriegt mal ein Gefühl, für einer hat was drunter und einer nicht. Genau. Bleib dann auf beiden Füßen gleich fest stehen und bewege deine Arme und deinen Hintern und deinen Oberkörper, ja, mit irgendwelchen komischen Bewegungen. Das können auch Tanzbewegungen sein. Du stehst auf einer Seite wo drauf, auf der anderen nicht und der Körper wird jetzt rundum seine Gliedmaßen ins Zentrum wieder dazu holen. Genau. Sehr gut. Komm wieder zum Stehen und bring den Fuß, der keinen Ball drunter hat, in einer Schrittstellung nach hinten. Ja, es ist ein kleiner Schritt, nicht sehr groß. Genau. Und wir gehen jetzt zu jedem Punkt auf den Fuß, den ich dir geschickt habe. Der erste Punkt ist beim Großzehengrundgelenk. Da drückst du drauf mit deinem ganzen Gewicht, machst den Schritt nach vor auf den Ball. Und dann wippst du wieder nach hinten zu dem Fuß, der keinen Ball drauf hat. Dann gehst du aufs zweite Zehengrundgelenk und drück drauf und wieder zurück. Drittes Zehengrundgelenk draufdrücken
und wieder zurück. Das machen wir mit jedem Zehengelenk und das sind auf euren WhatsApp-Fuß die Nummer 2 Punkte, ja? Alle 10 Grundgelenke. Die sind Punkte, die Schultern, Augen, Ohren, Kopf, Nacken und Kiefer betreffen. Gut. Der nächste Punkt ist 3a. Das ist zwischen Zehe und Ferse am inneren Fußgewölbe, mehr bei der Ferse, mehr unten. Drück drauf und heb wieder weg. Das ist übrigens die Verdauung. Dann geh auf 3b, das ist weiter oben und betrifft den Nacken. Das ist noch nicht der Großzehenballen, ein bisschen unterm Großzehenballen. Genau, drück drauf und wieder zurück. Jetzt gehst du auf die Außenkante vom Fuß in die Mitte, schaust aber, dass der Ball auf der Seite nicht rausschaut. Ja? Du drückst drauf, das ist die Laterallinie des Körpers, und wieder zurück. Die ist für deine Balance verantwortlich. Und jetzt bringst du den Ball auf unseren Fünferpunkt, das ist der knapp vor der Ferse. Da drückst du drauf und schaukelst wieder zurück. Jetzt steh auf beiden Füßen gleich fest drauf, habe aber den Ball unter den Fünferpunkt. Drück deine 5 Zehen vom rechten Fuß gut runter und beweg den Ball mit einer Rechts-Links-Bewegung nach hinten bis zur Ferse. Schau aber, dass die nicht so schnell ist. Ja? Was da wichtig ist, ist, dass der konstante Druck stattfindet. Immer gleichmäßiger Druck. Bis hinten zur Ferse und dann wieder vor bis zum Fünferpunkt. Und schau, dass aber beide Füße Druck haben, dass du nicht nur am hinteren Fuß stehst. Genau. Ja, genau. Bleib jetzt bei deinem Fünferpunkt, drücke fest drauf und mach die Bewegung kleiner und fester und der Ball bleibt jetzt da. Ja, der bleibt jetzt an diesem Fünferpunkt und du quetschst ihn noch mehr zusammen und machst rechts, links, rechts, links, rechts, links. Dann drück volle Pulle drauf, atme ein und mit der Ausatmung löst du den Druck. Gut. Jetzt gibst du den Ball unter das Großzehengrundgelenk. Du hast die Ferse hinten gut stehen. Du rollst dir jetzt, wie man heute Handys einschaltet, den Ball vom großen Zeh zum kleinen Zehengelenk. Ja, nur in eine Richtung. Und dann gehst du ohne Druck zurück. Du gehst vom großen Zehenballen bis zum kleinen. Genau. Das heißt, der Fuß rotiert nach innen, der Ball geht nach außen. Ja, genau. Und du übst die ganze Zeit Druck aus und quetscht den schön zusammen. Die Ferse sind unten und der Vorfuß macht die Form vom Ball nach. Genau. Gut. Jetzt stehst du gut auf deinem linken Fuß und bringst den Ball unter das Großzehengrundgelenk und hast jetzt beide Füße nebeneinander. Oder besser gesagt unter das Großzehenspitzel. Weil du rollst jetzt entlang Großzehenspitzel bis zur Ferse in einer Linie. Und dann gehst du ohne Druck zurück. Zweites Zehenspitzel bis zur Ferse. Wir gehen da die ganzen Sehnen entlang. Drittes Zehenspitzel bis zur Ferse. Viertes Zehenspitzel bis zur Ferse. Das ist Ausspülen. Und fünftes Zehenspitzel bis zur Ferse. Und merk, wie das auch eine Arbeit für das Standbein links ist. Jetzt lass den Ball unter dem Fuß, steh auf dem linken Meer und pendel deine rechte Fußsohle drüber über den Ball. Locker vor, zurück, rechts, links. Es ist ein lockeres, lockeres Bewegen. Locker, locker, locker. Genau. Das Beste an der Geschichte ist diese. Ja? Wenn du für alles vorher nicht Zeit hast, das tut ihm schon gut. Ja? Da wird die Lymphflüssigkeit von der Fußsohle bis rauf in den Rest des Körpers gespült. Genau. Jetzt lass du den Ball liegen und stellst die Füße rechts und links nebeneinander. Schau, dass du noch immer auf dem Boden stehst und nicht auf irgendeinem anderen Untergrund. Die zweiten Zehen schauen nach vor. Du machst deine Augen zu. Fühle, wie die Füße stehen. Stehen die hintereinander oder stehen die eh nebeneinander, wie du sie hingestellt hast? Fühle rechts, wie anders sich anfühlt als links. Spür mal rauf die Beine. Merke, ob sich rechts vielleicht als eine Einheit anfühlt und links könnte sein, dass du einen Knöchel spürst, ein Knie spürst, eine Hüfte spürst. Dann mach die Augen wieder auf und wir machen das Ganze auf der linken Seite.
Du nimmst den Ball unter die linke Mitte des Fußes. Du steigst mit dem anderen Fuß über Hüftgelenksbreit daneben und schaukelst mal rechts, links, damit der Körper sich einstellt auf, da ist was drunter und unter dem anderen ist nichts. Das ist genau die Mitte des Fußes. Die Fußsohle hat 6 Schichten Faszien. Und die sollen alle miteinander nicht zusammenkleben, sondern gleitfähig sein. Drück drauf und steig nicht weg, sondern bleib auf 50-50. Ja, 50% rechts vom Gewicht, 50 links. Und bewege Becken, Arme, Oberkörper mit Hinternstreck raus, Hinternkreise. Knie können sich beugen, Arme bewegen. Beweg, 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 noch mehr. Arme auch, Jasmin, genau. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Und dann komm zur Mitte. Steig mit dem rechten Fuß einen Schritt nach hinten. Genau, verteil wieder 50-50 dein Gewicht und bring jetzt den Ball um das Großzehengrundgelenk. Dort drückst du drauf mit dem ganzen Gewicht und schaukelst wieder zurück. Zweites Zehengrundgelenk draufdrücken und wieder zurück. Das machen wir mit jedem Zehengrundgelenk. Das sind unsere Zweierpunkte auf dem Bild, was ich euch geschickt habe. Genau. Und dieses Schaukeln vor und zurück ist auch für den Flüssigkeitsaustausch im Körper. Genau. Jetzt bring den Ball auf Nummer 3a. Das ist inneres Fußgewölbe, mehr unten bei der Ferse. Drück drauf. Dann wieder zurück. 3b. Drück drauf. Das ist unterm Großzehenbein, aber nicht auf dem Großzehenbein. Und dann schaukel wieder zurück. Außenkante Fuß. Die Seitenlinie des Körpers. Und wieder zurück. Und dann geh auf den Punkt Nummer 5. Der hat mit unserem Zentrum zu tun, mit dem Becken. Dort bleibe. Stell Fuß so neben Fuß, dass die angenehm stehen. Und bewege den Ball mit einer Rechts-Links-Bewegung mit Zusammenquetschen nach hinten ans Fersenspitzel. Und wieder nach vor. Das heißt, du hast deine 15 vom linken Fuß gut unten. Und du bewegst locker aus der Hüfte das Bein über den Ball. Und du haltest konstanten Druck, ja, dass der wirklich ein Laberl wird. Der wird eh wieder zurückspringen. Genau. Dann bleib bei dem Fünferpunkt, drück ihn noch mehr zum Laberl und mach die Bewegung kleiner und fester. Fest, 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 fest. Und das Ganze ist am leichtesten zum Spüren mit bloßen Füßen. Dann drück drauf, atme tief ein. Und mit der Ausatmung lass los. Bring den Ball unter das Großzehengrundgelenk und wir machen dieses Quergewölbe. Du drückst von Großzeh nach Kleinzeh den Ball hin in einen Bogen und ohne Druck gehst du zurück. Hinten steht die Ferse. Von groß nach klein machst du einen Bogen. Genau. Handys ziehen, tut man auch in eine Richtung aufdrehen. Von groß nach klein. Der Fuß rotiert nach innen, der Ball rollt nach außen. Ja, genau. Gut, jetzt spülen wir das Ganze aus. Du gehst aufs große Zehenspitzel und drückst drauf, während du rollst, bis zum Fersenspitzel und dann steckst du drauf. Dann schaukelst du wieder zurück mit dem Gewicht und gehst aufs zweite Zehenspitzel, rollst bis zur Ferse und steckst drauf, dass du wirklich hinten auf der Ferse dann auch auf dem Ball stehst. Jedes Zehenspitzel geht entlang bis zur der Sehne entlang bis zur Ferse. 5 Hammer, auch das kleine. Genau. Dann stell die Füße nebeneinander und pendel deinen Fuß locker drüber. Der linke Fuß pendelt locker drüber. Du stehst gut auf dem rechten Bein und der linke Fuß pendelt über den Ball. Ganz locker, ganz locker. Merk, ob du da lockere Zehen lassen kannst oder ob die Zehen sich wehren und sich ein bisschen aufstellen. Ja, lass dir da locker drüber hängen. Jetzt machen wir nochmal 2-mal rechts und 2-mal links. Also einmal rechter Fuß, pendel, pendel, pendel. Und wachse, wachse. Du pendelst nicht geradlinig, sondern in alle Richtungen, die möglich sind. Dann nochmal linker Fuß. Ja. Dann nochmal rechter Fuß. Pendel, pendel, pendel. Und nochmal linker Fuß. Und jetzt haben wir diese ganze Flüssigkeit auch rauf in den Körper verteilt.
Leg den Ball auf die Seite, den brauchst du jetzt nicht mehr, aber lass ihn, pass auf ihn prinzipiell auf, weil wir werden ihn in der nächsten Woche brauchen und wir werden ihn auch brauchen, wenn wir Schultergürtel-Thema haben für die Hände. Ja? Lass ihn keinem Kind oder Katze oder Hund fressen oder verstecken. Ja? Haben wir schon alles gehabt. Schön aufpassen. Gib ihn irgendwo, wo es den schützt. Stell die Füße hüftgelenksbreit hin. Die zweiten und dritten Zehen schauen nach vorne. Du hast 1,5 Fäuste dazwischen. Mach deine Augen zu. Fühle beide Fußsohlen, eventuell wie Saugnäpfe, auf dem Boden. Fühl den Rest des Körpers, wie der eigentlich aktiv jetzt ist und warm. Diese Bewegung erwärmt die ganze Geschichte. Mit einer günstigen Einatmung hebe alle 10 Zehen hoch und schau, wie der Körper reagiert. Atme ruhig weiter. Und wenn eine günstige Ausatmung kommt, dann lass die richtig fallen, die Zehen. Und merke, wie da dein Körper schneller reagiert und viel stabiler ist und nicht mehr so vorschwingt. Bravo. Nimm dir dein Gummiringel, komm in die Mitte der Matte zum Sitzen und hab das Gummiringel relativ eng, so zwischen den großen Zehen, dass du deine Beine auch hier hüftgelenksbreit aufgestellt hast. Die Beine sind nur so lang, wie du auf deinen Sitzbeinknochen sitzen kannst und flexe Füße haben kannst. Gib deine Hände neben's Gesäß. Mach einen Zug drauf auf dieses Bandel und hab flexe Füße. Wirklich flexe Füße. Ihr könnt außer die Maya und die Petra längere Beine machen. Doris, deine passen auch. Aber alle anderen machen längere Beine. Wir sitzen unten, Jasmin, im Langsitz. Genau. Leicht gebeugte Knie, öffnet eure Fersen, sodass die Füße parallel sind. Ja, genau. Genau. Die Hände sind so neben dem Gesäß, dass sie dir helfen, den Rücken lang zu machen, ja? Dass du nicht dich anstrengen musst da jetzt. Aktivier den Unterbauch und rotier deine Oberschenkelknochen nach außen. Dadurch kriegst du noch mehr Zug auf das Bandel, aber die Fersen bleiben. Und dann wieder ein bisschen nachgeben. Uliflex mehr die Füße. Und rotier die Oberschenkelknochen nach außen, wachse nach oben und komm wieder zurück. Die Hände neben dem Gesäß drücken wirklich runter, um die Wirbelsäule lang zu machen. Leo, mach noch mehr flexe Füße und rotier die Oberschenkelknochen nach außen und wieder zusammen. Leo, öffne auch die Fersen jetzt schon mehr, viel mehr. Ja, genau, dass da ein ordentlicher Zug drauf ist. Ja, genau. Schaut, dass ihr nicht hängt in eurer Wirbelsäule. Ihr müsst nämlich gut auf den Sitzbeinknochen sitzen, damit ihr, wenn ihr die Oberschenkel nach außen rotiert, spürt, was passiert an den Sitzbeinknochen. Dort hängen nämlich unsere Außenrotatoren der Hüfte dran. Find den Unterbauch und schau beide Füße an. Macht der rechte das genauso wie der linke? Fallt einer nach vorne, während er das macht? Oder können die Füße flex sein, das heißt die Vorfüße zu den Knien ziehen? Nicht so lätschernde Füße. Ich brauche flexe Füße, Maya. Viel mehr, viel mehr, viel mehr. Und merkt's, wer rotiert mehr? Das gilt nicht. Ja? Beide müssen gleichmäßig das machen. Genau. Und dann kurzer Druck lösen und auch kurz den Rücken von mir aus runden und dann die Hände ausschütteln, wenn ihr da zu viel Gewicht drauf gehabt habt. Dann gibt's wieder Hände neben's Gesäß. Liftet euch aus dem Unterbauch und mit den Händen in die lange Wirbelsäule. Ihr habt flexe Füße. Rotiert die Oberschenkelknochen nach außen und mach mit deinen großen Zehen eine Verbeugung nach vorne, in die Mitte, zu dir in die Mitte. Nur die großen Zehen, nur die großen Zehen, nur die großen Zehen. Die anderen 8 lassen wir. Genau. Flex die Füße mehr, Silvia. Schick die Fersen raus. Ich brauche flexe Füße, von denen aus die großen Zehen vorgehen. Und die anderen 8 bleiben ruhig. Und wenn sie das nicht tun, kannst du hingreifen zu den 8 und dann sind die anderen isoliert. Ja? Und dann sind die Großen alleine und müssen das alleine machen. Ja? Das könnt ihr üben. Genau. Dann wieder locker lassen. Sowohl Hände als auch Rücken, als auch Beine, als auch Ringel. Genau. Richte dich wieder ein. Find den Unterbauch, find die verankerten Fersen, lifte die Wirbelsäule, flexe Füße, ordentlich Vorfuß herziehen.
Jetzt lass du deine großen Zehen mit dem Zug vom Gummiband kreisen. Nach außen, vor, genau, die kreisen nach außen. Und dann kreisen sie nach innen, ja? Du machst in jede Richtung 5 Kreise. Und die machen das alleine, die großen Zehen hoffentlich. Und wenn nicht, dann halte die anderen 8 fest, damit die Nervenbahn durchlässig wird zum Hirn. Gib im Hirn den Befehl, große Zehen, bewegt euch. Und seid mit ihnen geduldig. Ja, die haben sich jetzt lang nicht bewegt. Das kann man ohne einen Zeitdruck immer wieder machen. Gut. Jetzt beugt eure Knie zu euch, gebt die Hände neben das Gesäß, drückt die Hände runter und stellt die Füße flach hin und kommt in den Stand. Flache Füße. Genau. Jetzt öffne die Fersen so, dass du so breit bist wie im Sitzen. Genau. Ja. Richte deinen Körper über diese Füße aus. Du hast leicht ausrotierte Oberschenkel, damit deine Kniescheiben nach vorne schauen. Du hast deinen Brustkorb über dem Becken schweben, einen Schultergürtel auf dem Brustkorb und die Krone des Kopfes nach oben. Schau auf den Horizont nach vorne und probiere nur die großen Zehen zu heben, die anderen 8 unten zu lassen. Und senk sie wieder. Mach das ein paar Mal. Große Zehen müssen sich alleine heben lassen. Atme ruhig. Wachse nach oben. Dann lass die großen Zehen fest unten und hebe nur die 8. Und geh wieder runter. Großen bleiben unten, 8 heben sich. Merke, wie du da die Innenseite Oberschenkel, deine ganze Mittellinie gut erwischt, wenn du die großen Zehen unten lässt und die 8 hebst. Gut. Dann lass alle Füße unten. Ganz entspannte Füße. Versuch dich mal mit diesem Zug auf dem Bandel auf die Zehenspitzen raufzuheben, dann die Fersen zu senken und dann alle 10 Zehen zu heben. Zehen runter, Fersen heben. Mach das ein paar Mal. Roll durch die Füße und schau, wie dir das Band einen Zug gibt auf Schiene, ja, dass sich die Füße wie auf Schienen bewegen. Merk, wie reagiert der Körper? Können das die Füße alleine machen? Genau. Wie hoch kommen die Fersen? Geht einer höher als der andere? Geht einer schneller rauf als der andere? Wie ist das, wenn ich die Vorfüße und Zehen hebe? Haut es mich dann nach hinten oder was macht mein Körperzentrum, um mich nicht nach hinten fallen zu lassen? Sehr gut. Lass die Füße genauso, wie sie sind, mit Fersen unten. Streck die Arme nach vor und mach eine Skifahrerhocke. Gesäß geht nach hinten, Schienbeine vertikal zum Boden, Franz. Vertikale Schienbeine. Schieb dich weiter zurück. Geh halt mit dem Hintern nicht zu tief. Und komm wieder nach oben. Ich brauche vertikale Schienbeine und dazu braucht ihr die großen Zehen. Ja, Sigrid, Hintern rausstrecken. Fersen müssen unten sein. Bleibt da in der Hocke. Es sind ein paar Schienbeine nicht ganz vertikal. Das heißt, mach was. Entweder heb den Hintern mehr oder bring ihn weiter zurück. Die Fersen müssen unten bleiben. Das ist die Skifahrerhocke mit parallelen Oberschenkeln. Uli, du kannst doch ein bisschen den Popo nach unten geben. Ja, es geht noch. Heb ein bisschen den Oberkörper, aber den Hintern tiefer. Das ist schön. Haltet's hier in der Skifahrerhocke. Bleibt's da unten. Nicht Knie beugen und strecken, sondern bleib da unten. Und jetzt heb die Fersen und senk die Fersen und heb die Fersen und senk sie. Schau, wie dich das Band einschränkt, aber dafür auf Linie bringt. Heb und senk die Fersen. Edith, heb den Oberkörper, der ist zu tief. Den Hintern dafür tiefer. Genau. Super. Dann kommt in den Stand. Ja. Lass die Füße so, wie sie sind. Rollt mal die Wirbelsäule ab. Kopf, Hals. Oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Wo ist gerade das Becken hingegangen? Ist das hinter die Füße gegangen oder ist es genau über den Füßen? Probier das einzurichten, Sigrid. Becken über Füße, Becken über Füße. Ja. Und dann roll nach oben und bring immer wieder Becken über Oberschenkelknochen, Becken über Oberschenkelknochen. Das ist ein Schambein Richtung Stirn. Mach das noch einmal. Die Übung soll dazu sein, dass du spürst, was ist für ein Zug an der Rückseite der Beine.
Roll nach unten und behalte das Becken über den Füßen, nicht hinter ihnen, weil da weichst du einem Zug aus. Greif jetzt mit den Händen an das Gummiband, befreie die Zehen da unten raus, lass aber die Füße noch immer so gut stehen. Und dann roll hoch, indem du das Becken platzierst über die Füße. Das heißt, Schambein Richtung Stirn. Dann rollt der untere Rücken auf, der mittlere, der obere. Super. Jetzt kommst du ans vordere Ende der Matte für unser klassisches Pilates Hinsetzen. Bandel braucht man nimmer. Wir brauchen es nur mehr für eure Vorstellung. Du hast überkreuzte Beine, überkreuzte Arme. Überkreuzte Arme so, dass eine Hand über den Ellbogen liegt und die andere unter dem Ellbogen. Beuge die Knie nach außen und senk dich runter, nicht in der Skifahrerhocke. Ja, das ist jetzt knielastig das. Und komm wieder hoch. Das ist die Hocke, wo die Knie vorführen und das Steißbein Richtung Fersen zieht. Ja, mach das ein paar Mal und spür die unterschiedliche Qualität zu dem vorigen. Es können sich bitte die Fersen heben. Ja, die dürfen sich heben. Schau mal, Edith, wenn du runtergehst, ob du vertikale Wirbelsäule haben kannst. Ja? Wachs nach oben, während ihr runtergeht. Ja? Das ist nicht eine Hybridversion zwischen den Zweien, sondern das ist eine lange Wirbelsäule. Knie gehen vor, Knie gehen vor, Knie gehen vor. Hebt die Fersen, Uli, hebt die Fersen. Dann können die Knie besser vor. Und dann senk dich ganz runter ab. Bring die Hände neben das Gesäß und heb das Gesäß in die Mitte deiner Matte. Stell die Füße hüftgelenksbreit auf, flache Füße. Du hast einen 90-Grad-Winkel im Kniegelenk. Spüre von vorher das Gummiringerl, ja? Auch wenn es nicht dazwischen ist. Da ist ein bisschen engere Füße, ja, dass das Gummiringerl sich ausginge. Streck die Arme nach vor und roll dein Becken ab ein bisschen, ab ein bisschen, ab ein bisschen und dann rollst wieder hin, hin, hin. Mach das ein paar Mal. Du kämpfst für eine geliftete C-Kurve und für Fußsohlen, die inklusive großen Zehen unten bleiben. Erinnere dich, was das Gummiringerl mit deinen Zehen gemacht hat. Was das mit deinen Sitzbeinknochen Muskeln gemacht hat, ja, die da dran montiert sind. Wenn du gut Schambein Richtung Stirn machst, wächst du da den Hintern gut auf. Dann roll dich ganz nach unten ab. Die Arme legen wir neben euch, ihr lasst die Füße genauso, wie sie sind. Wie ihr sie oben hingestellt habt, so lassen wir sie. Genau. Jetzt lasst du diese Füße da, wo sie sind, aber nahe zu deinen Sitzbeinknochen gleiten und dann hebst du die Knie zu dir. Dann stellst du die Füße knapp vor den Sitzbeinknochen auf und dann lass du die Füße wieder dorthin gleiten, wo du sie vorher abgestellt hast. Mach das ein paar Mal. Nahe zum Zentrum und dann erst Knie heben. Ich weiß, dass ihr alle bickerte Matten habt, die haben auch einen Sinn, aber trotzdem spür, was sich da unter deinen Fußsohlen tut. Viele Nerven sind da unten. Denen sperren wir das Erlebnis ab mit Socken und mit Schuhen. Und so haben sie wenigstens eine Matte, die sie heute spüren können. Ja, genau. Super. Zieh beide Knie zu dir. Wir machen unsere 100. Heb Schultern und Kopf, streck Arme und Beine und fang kräftig an zu pumpen. Atme ein, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Mach das weiter und schau mal, ob du Flexefüße machen kannst und was das mit deinem Körper macht. Dann mach die Füße point und schau, wie sich das anfühlt. Mach ein paar Mal ausprobieren und entscheide dann, ob du was dazwischen oder genau eins von den Flex oder Point willst, was sich gut anfühlt, wo du noch gut arbeiten kannst mit einem Becken, das sich immer wieder einrichtet in die Mitte der Matte. Wo du deine Mittellinie hast, wo du merkst, du kannst ordentlich pumpen, auch mit der schwachen Hand. Wenn du Linkshänder bist, pumpe rechts mehr. Wenn du Rechtshänder bist, pumpe links mehr. Drücken beide Fersen eh brav zusammen, schieß die Wirbelsäule eh rechts und links vom Rücken nach hinten, von der Wirbelsäule meine ich. Ja, dann beuge die Knie und leg dich ab. Fass an die Oberschenkelrückseite, mach mal flexe Füße und hab das Gefühl, du schiebst mit den Füßen einen Boden weg. Heb Schultern und Kopf und schieb mit den Füßen den Boden nach vor, während du raufkommst. Ja, ja. Super, dann stell die Füße wieder ab und jetzt hast du wirklich einen Boden unter den Füßen. Arme nach vor, wir machen Half Roll Down. Roll das Becken ab, 2, 3 und hin, 2, 3. Merk in dieser absoluten Basisübung, was die Füße für eine Funktion haben.
Mach wirklich nur, Becken bewegt sich, Wirbelsäule geht nur mit. Ja? Wir legen noch keinen Teil der Wirbelsäule ab. Ich will, dass ihr spürt, ob beide Seiten vom Schambein das richtig machen. Stopp ist hinter den Sitzbeinknochen. Ja? Also richtet nicht die Wirbelsäule auf und verändert sie, sondern lasst sie in dieser C-Kurve, weil das Becken ist immer nach hinten gekippt. Genau. Wie kannst du die Füße einsetzen? Spürst du noch das Gummiband? Kannst du mit deinen großen Zehen was bewirken? Mit der rechten und mit der linken. Und dann roll dich ganz nach unten ab. Leg die Arme neben dich und beuge dein linkes Knie zu dir. Bring dieses Bein rauf zur Decke und flexe oben den Fuß. Das andere Bein lass du so weit unten auf der Matte nach vor gleiten, wie das für dich heute passt. In jedem Fall versuch den unteren Fuß heute Point zu machen, nur für die ersten drei Kreise. Mach Kreise über die Mitte nach unten ins Zentrum. Zwei noch, über die Mitte nach unten ins Zentrum. Letzter, genau. Bleib oben, mach jetzt oben den Fuß Point, unten den Fuß Flex und mach nochmal drei Kreise in dieselbe Richtung. Eins, stopp, zwei, stopp. Drei, stopp. Jetzt machen wir sechs Kreise in die andere Richtung und du wählst die Fußstellung deiner Wahl, was für dich am gescheitesten sich angefühlt hat, was sich am besten angefühlt hat. Wir sagen jetzt nicht am leichtesten oder am schwersten, sondern einfach am besten, am natürlichsten. Wobei natürlich ist das alles nicht, aber man kann ja so mal reinspüren. Sehr gut. Dann beuge das Knie und stell das Bein ab. Beuge das andere Knie zu dir, bring es rauf zur Decke und mach oben einen flexen Fuß. Lass das untere Bein so weit nach vorne gleiten, wie sich das für dich gut anfühlt. Hab dann unten eine lange Zehe. Ja, ziel mit der Zehe nach vor, genau. Und mach deine Kreise über die Mitte nach unten ins Zentrum. Wir machen drei, wo oben der Fuß flex ist. Nur zum Spüren. Dann machen wir drei, wo oben der Fuß Point ist und unten der Fuß Flex ist. Das heißt, Silvia, du kannst da unten jetzt die Ferse runterdrücken und den Vorfuß herziehen. Unten. Ja, genau. Genau. Dann hast du auch einen flexen Fuß, auch wenn das ein kurzes Bein ist. Dann macht ihr die sechs in die andere Richtung und ihr entscheidet, was ist gescheiter. Unten Point und oben Flex oder umgekehrt. Ich kann auch beides Flex machen oder beides Point. Erlaubt ist alles heute. Damit ihr spürt, wie das anders ist. Genau. Super. Dann lass das Bein oben und triff dich mit dem Bein oben. Ja? Beide Fersen oben sind zu. Wie kriegst du deine Oberschenkelknochen gut in die Hüftpfanne? Mach mit den Füßen Flex Point. Damit diese Oberschenkelknochen vertikal reinpassen, müssen manche von uns die Knie beugen. Ja? Dringend. Beug die Knie. Sigrid, bring die Oberschenkelknochen einen Zentimeter weiter weg von dir. Ja, und da mach Flex und Point. Merke, welcher ist der Erste. Will die Geschichte lieber Point oder lieber Flex machen? Sie muss beides können. Beides. Ja. Gut. Beuge beide Knie zu dir. Fass an die Oberschenkelrückseite, flexe die Füße, als ob sie einen Boden wegschieben, heb Schultern und Kopf und komm nach oben. Wenn du kannst, greif mit den Händen auf die Außenkanten deiner Füße und steig mit den Füßen in die Hände rein. Wenn du kannst, ja, wenn du nicht kannst, bleibst du an der Oberschenkelrückseite und hast trotzdem flexe Füße. Genau, das ist jetzt dein Boden, die Hände. Leo, heb die Füße, schließ die Fersen fest. Und wir machen Rolling Like a Ball mit Hände und Füße drücken. Ja, das stimmt schon. Ja, und lass nur die Fersen zu, sonst passt alles. Und roll zurück. Schließ die Fersen, Petra, ganz fest. Presse zusammen, presse zusammen. Ja. Schaut, wie ihr durch diese eingeschränkte Haltung, aber trotzdem gut in den Bauch kommt. Roll die Schultern auf den Rücken, Edith. Genau. Liebe, flex die Füße mehr. Ja, ja, echt so. Zieh die Vorfüße hoch. Von selber und mit den Händen. Genau. Dann bleibt es oben in der Balance. Gebt alle die Hände an die Knöchel, wenn das für euch heute passt, oder an die Oberschenkelrückseite. Point jetzt die Füße. Zeig mit den Zehen extrem runter und mach so Rolling Like a Ball. Und schau, wie sich das anfühlt. Du hast keinen Boden zum Dagegendrücken. Du hast dafür
einen Spann des Fußes, der lang nach vor zeigt. Du bist mit den Händen an den Knöcheln und du haltest mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist, stärker und mit der rechten Hand, wenn du Linkshänder bist. Sehr gut. Und dann stell deine Füße hin. Bring die Arme nach vor und roll nach unten ab, während du die Beine entlang der Matte ausstreckst. Ja, beide gleichzeitig. Genau. Streck die Beine so, dass sie point sind, die Füße. Streck die Arme nach hinten, so dass die Fingerspitzen nach hinten ziehen. Zieh dich auseinander. Jetzt mach mit den Füßen Flex und mit den Händen eine Beugung, dass du mit den Handflächen nach hinten schiebst, als ob du einen Handstand machst. Schließ die Fersen fest. Dann point wieder die Füße und ziele eher mit den Fingerspitzen nach hinten. Dann flexe die Füße und schieb die Handfläche nach hinten. Gut. Jetzt leg deine Arme neben dich und du weißt, wie gerade Rolling Like a Ball ausgesehen hat. Du sollst jetzt von da unten mit einer ziemlich abrupten Bewegung in die Ausgangsposition von Rolling Like a Ball kommen. Zack, komm rauf. Knie zu dir, Hände an die Knöchel. Genau. Und jetzt rollen wir in Zeitlupe wieder ganz langsam runter. Streck die Beine, streck die Arme, roll in die Ursprungsrückenlage. Lange Beine waren das da. Genau. Und zack, komm wieder hoch. Schließ die Fersen fest. Halte oben. Wir machen kein Rolling Like a Ball, wir tun nur so. Und jetzt ganz langsam roll nach unten mit Beine entlang der Matte ausstrecken, Arme nach vorstrecken. Ja! Genau, das machen wir noch dreimal. Und zack, komm hoch. Gutes altes Klappmesser. Und dann mit Kontrolle zieh dich auseinander und lass dich ja nicht runterfallen. Und zack, komm hoch. Das ist nicht schlecht, was ihr macht. Ihr kommt nämlich alles super gleichzeitig hoch. Wenn ihr runter geht, schaut, dass nicht der Kopf das Letzte ist, was unten ist, sondern Kopf und Fersen kommen gleichzeitig runter. Weil ihr kommt rauf eh alle schön gleichzeitig. Ja, und dann macht das runter bitte auch. Es ist langsam und Fersen und Kopf kommen gleichzeitig unten an. Ja, dann bleibt es unten liegen. Vom Unterbauch zieh beide Knie zu dir intelligent, entlang der Matte gleiten und dann Knie zu dir. Wir machen Single Leg Stretch, heb Schultern und Kopf, Hände gehen an ein Knie und Knöchel und du streckst das andere Bein. Wechsel das Bein, das machen wir 8 Mal. Spür einen imaginären Boden unter deinem Fuß von dem langen Bein. Ja, schau mal, ob du diesen Boden wegschiebst mit der Ferse oder mit der Zehenspitze oder einfach mit einem relaxten, flachen Fuß. Wo niemand gewinnt, weder die Spitze noch die Ferse. Ellbogen sind weit. Welches Bein fährt weiter raus? Welches Bein kann ich mehr in mich hineinsaugen und kontrollieren? Beuge beide Knie und leg dich unten ab. Wir machen jetzt Double Leg Stretch mit der Erkenntnis von der Hocke mit dem Bundle zwischen den Zehen von vorher. Hebe Schultern und Kopf, Hände sind auf Mitte der Schienbeine. Habe ein neutrales Becken. Streck Arme nach hinten, Beine nach vor. Einatmen, kreise die Arme. Ausatmen, fang die Knie ein. Mach da weiter und stell dir deinen Boden unter den Füßen vor. Schieb ihn weg und zieh ihn her. Hab das Gefühl, diese Fußsohlen drücken gegen was, wenn du ausstreckst, aber auch wenn du herbeugst. Reagier gegengleich mit deinem Becken. Wenn die Beine ausfahren, Schambein Richtung Stirn. Wenn die Beine herfahren, Hintern rausstrecken. Beide Arme gehen bitte gleichzeitig nach hinten. Nicht einer früher als der andere. Bravo! Und leg dich unten ab. Gut gemacht. Lass deine Schultern am Rücken, obwohl die Hände auf der Mitte der Schienbeine sind. Lass den Popo unten, obwohl die Knie hergezogen werden wollen oder du das machst, aber streck bewusst den Hintern raus. Dreh mal deinen Kopf auf die rechte Seite und schau, wie sich das im Rest des Körpers anfühlt. Komm zur Mitte. Dreh den Kopf auf die andere Seite und schau, wie sich das anfühlt. Komm zur Mitte. Jetzt flexe unten deine Füße extrem. Ja? Zieh die Vorfüße her. Dann dreh den Kopf auf eine Seite und schau, ob das sich anders anfühlt, als ob du relaxte Füße gehabt hast vorher. Und zur Mitte. Dreh den Kopf auf die andere Seite. Flexe Füße. Genau. Und Mitte. Sehr gut.
Jetzt machen wir die Scissors. Hebe Schultern und Kopf, bring beide Beine an eine Oberschenkelrückseite, also beide Hände, sorry, beide Hände, und ein Bein so vor, als ob es dein Standbein wäre. Zweimal zieh das Bein her, zieh, zieh und wechsel. Dieses Bein, was du herziehst, muss aber gleichzeitig weggedrückt werden, Ina. Das darf nicht ein lätschertes Bein sein, was du herziehst. Genau, das ist ein starkes Bein. Das heißt, drückt es in die Hände, obwohl es hergezogen wird. Und dann spielt es mit der Fußstellung. Wo kriege ich einen besseren Stretch? Wenn ich flexe Füße oder Pointfüße oder lockere Füße mache? Probier das aus für dich. Wenn du gut den Rücken unten liegen lassen kannst, kannst du mit den Händen so weit raufgleiten, dass du zum Wadel oder zum Knöchel kommst. Aber der Rücken muss lang unten liegen. Die Schultern können am Rücken. Genau. Streck mal deine Arme auf Hüfthöhe nach vor und mach das mit den Beinen extra. Zieh, zieh. Und zieh, zieh. Und zieh, zieh. Arme sind auf Hüfthöhe. Hüfthöhe. Höher als die Matte. Genau. Sehr gut. Beuge beide Knie und leg dich ab. Bring die Füße vor dir runter auf die Matte, ganz knapp vorm Gesäß. Lass die Beine von dir weggleiten mit der entsprechenden Beckenaktivierung. Ja. Flexe die Füße und dreh mal den Kopf auf die rechte Seite und mach eine Nickbewegung, Kinn zur Schulter, Kinn rauf zur Decke. Bleibe dort und schieb deine linke Ferse fester weg. Schieb deine rechte Ferse fester weg. Komm zur Mitte. Dreh den Kopf auf die andere Seite. Du hast lange Beine, Ina. Schieb sie raus. Schließ die Fersen, Doris. Während die Füße Flex machen, macht dein Kopf diese Nickbewegung und du spürst, wenn du jetzt die rechte Ferse mehr rausschiebst, vielleicht einen anderen Zug. Komm zur Mitte. Vom Unterbauch intelligent die Knie herziehen. Ja, wir machen unser Lower Lift. Du hebst Schultern und Kopf, Hände gehen ans Hinterhaupt, bringst beide Beine rauf zur Decke. Senk die Beine, senk sie und heb sie genau auf 90 Grad wieder rauf. Senke, 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 heb sie genau auf 90. Versuch die Fersen fest zuzumachen. Probier drei mit flexen Füßen, wo du den Plafond mit flachen Füßen oben wegschiebst. Und probier drei mit Pointfüße, wo die Zehe ein Loch in die Decke raufbohren will. Und schau, was das für den Körper bedeutet. Welches fühlt sich für dich besser und logischer an? Die letzten zwei machen wir mit lockeren Füßen, die weder Flex noch Point machen. Und schau, ob du dich dadurch mehr auf den Bauch konzentrieren kannst und den oberen Oberbauch, der den Oberkörper liftet. Ja. Dann beuge die Knie, leg dich ab, aber lass die Hände am Hinterhaupt. Tabletop-Beine, Knie sind bei dir, Knie sind bei dir. Hebe deinen Oberkörper und dreh dich auf eine Seite, bleib dort. Das gegenüberliegende Bein fahrt jetzt so aus, als ob der Fuß einen Boden flach wegschiebt. Flacher Fuß, das heißt flexer Fuß. Bleib da. Hebe deinen Rippenbogen dort, wo du dich hindrehst, Richtung Knie. Genau, dann komm zur Mitte. Du hast noch gebeugte Knie. Du drehst dich auf die andere Seite. Jetzt erst fahrt das Bein aus mit dem Widerstand. Ich schiebe einen Boden weg. Und ich bringe aber den Rippenbogen, wo ich mich gerade hindrehe, rauf zum Knie. Dann machen wir flotter. Und wechsel, und wechsel, und wechsel, und wechsel. Leg dich unten ab. Stell deine Füße hüftgelenksbreit auf. Und nicht zu nah zum Popo wie bei der Shoulder Bridge, eher so wie bei dem Half Roll Down. Wechsel hinter die Hände, die sind am Hinterhaupt. Wir machen noch eine Version Crisscross. Du hebst den Oberkörper mit Kopf drückt in Hände. Du hast dein Becken, was neutral ist. Das heißt für manche von uns ein Hintern-Rausstreckbecken. Lifte jetzt deine zwei Rippenbögen Richtung rechtes Knie. Bleib da und hack die Füße dort, wo sie in der Matte sind, zu den Sitzbeinknochen. Schau, was das bedeutet für die Rückseite der Oberschenkel. Komm zur Mitte. Beide Rippenbögen ziehen hoch zum linken Knie. Beide Fersen ziehen zum Gesäß, obwohl sie dort stehen bleiben. Hintern ist unten. Und wechsel. Und wechsel. Und wechsel. Das ist auch ein Crisscross. Und leg dich unten ab.
Lass die Beine von dir weggleiten, wenn du weißt, du kommst über einen Roll-Up nach oben. Wenn du weißt, der wird heute nichts, beug die Knie, fass an die Oberschenkelrückseite und roll in Zeitlupe hoch. Die mit dem Full-Roll-Up flexen die Füße, strecken die Arme rauf zur Decke und rollen nach oben, tauchen nach vor. Alle haben jetzt vorne relativ lange Beine, fassen an die Außenkanten der Füße und ziehen sich zu den Beinen hin. Auch die einen Half-Roll-Up gemacht, flex die Füße mehr. Genau. Jetzt roll nach unten ab und point die Füße. Zieh die Zehen lang und roll die Wirbelsäule ab. Die mit Full Roll-Up machen ihn, die mit Half Roll-Up anhalten, machen ihn auch. Flexe Füße, roll nach oben, tauche nach vor. Vorne sitz auf den Sitzbeinknochen. Für manche von uns bedeutet das Kniebeugen. Fass an die Außenkanten deiner Füße und versuch dich nicht draufzulegen auf die Oberschenkel, sondern dich länger zu machen, dass die Stirn über die Knie drüber geht. Schließ die Fersen. Alle rollen ab mit Point-Füße und lange Arme. Das können auch die mit Half-Roll-Down. Roll langsam ab. Lange Beine, Zehen vor. Full-Roll-Up oder anhalten. Flexe Füße. Roll nach oben. Tauche nach vor. Fass auf die Außenkante der Füße. Zieh dich hin. Es kann sein, dass für manche von uns die Ellbogen sich beugen müssen, weil ich so gut gedehnt bin. Ja. Und roll die Wirbelsäule auf. Wir machen Spine Stretch. Grätsch die Beine, flex die Füße und stell dir das ärgste, größte Gummiband zwischen den großen Zehen vor. Ein Theraband. Ja, rotier die Oberschenkelknochen nach außen, zieh gegen dieses Theraband. Arme nach vor, tauche Kopf, Hals, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken auch. Zieh eh noch am Theraband und dann roll wieder hoch. 2, 3. Roll vor. 2, 3. Und wieder hoch. 2, 3. Hack die Fersen zusammen. Zieh das Band auseinander, aber schau, dass die Füße sich nicht verändern. Behalte den Vorfuß fest hergezogen zu dir. Sogar kleine Zehe muss zu den Knien zeigen. Roll durch alle Bereiche deiner Wirbelsäule gleichmäßig mit Konzentration durch. Auch die, die es nicht so wollen. Genau. Richte dich auf, bring die Arme zur Seite für unsere Säge. Dreh dich auf eine Seite und bleib dort groß und lang. Dort, wo du dich hingedreht hast, will die Hüfte auch nach hinten. Arbeite sie nach vor, dass du die Wirbelsäule weiter drehen kannst. Und jetzt fang an zu tauchen, während du die Wirbelsäule weiter drehst, aber das Gewicht nicht auf die Seite lässt, wo du gerade sitzt. Roll von unten nach oben hinauf. Komm zur Mitte. Dreh dich auf die andere Seite, bleibe groß. Check das Becken, dass das Gegengleich arbeitet, dann dreh dich ein Stück weiter. Und jetzt beug dich, während du weiter drehst, aber permanent das Becken checkst. Und roll nach oben, wir machen das Ganze im Fluss. Dreh dich und beug dich. Gabi, lass bewusst die Hand hinten runter, jetzt schon runter, wenn du drehst, dass diese Schulter nicht blockiert. Genau. Hinten der Arm geht als erster runter. Wenn er dann sich nachher hebt, ist das okay, aber in der Drehung geht er runter. Ihr sitzt auf beiden Sitzbeinknochen, ihr checkt euer Bandel. Ist das gerade lasch geworden oder hast du den Zug drauf? Was ist mit dem Unterbauch? Hat er auf beiden Seiten eh ordentlich was zu tun? Ja, sehr gut. Gut. Jetzt komm in den Stand, auf deine Art und Weise, wo du dich nicht irgendwie verletzt. Wenn du brauchst, nimm die Hand, wenn nicht, am besten keine Hände. Genau. Wir machen einen stehenden Schwan. Du brauchst hinter dir Platz. Du hast die Füße hüftgelenksbreit stehen, die Arme neben den Ohren raufgestreckt. Wir machen sowas wie eine Standwaage. Dein Körper geht wie ein Tisch nach vor, während ein Bein nach hinten geht. Und dann haltest du diese Standwaage. Die Arme sind vorne. Genau. Schau, dass deine Hüftknochen, obwohl ein Bein da hinten ist, nach unten schauen. Leo, du könntest dich an der Sprossenwand anhalten, dass du ein Bein nach hinten strecken kannst. Halte, 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 halte. Dann gleichzeitig Bein runter, Arme rauf, Becken bewegt sich auf dem Oberschenkelknochen. Genau. Andere Seite. Arme vor, Oberkörper vor, Bein nach hinten.
Ich muss es hintereinander sagen, aber eigentlich soll es gleichzeitig stattfinden. Erinnert euch, was ihr auf der Außenseite von eurer Hüfte heute trainiert habt. Stellt euch das Bandel zwischen den Zehen vor. Und dann Fuß runter, Arme rauf, Becken bewegt sich auf Oberschenkelknochen. Sehr gut. Dann komm auf das erste Bein. Bleib da. Bleib in der Standwaage. Lass den Brustkorb genau da, wo er ist. Aber hebe etwas den Blick. Das ist jetzt schon genug für den Hals. Und jetzt mach in deinem oberen Rücken die innere Kurve, die du vom Schwan gewohnt bist. Ja, genau. Und dann Fuß runter, Arme rauf. Das ist der stehende Schwan. Dann anderes Bein nach hinten, Oberkörper nach vor. Lange Arme, liebe, lange Arme. Streck die Ellbogen. Genau. Dann heben wir ein bisschen den Blick, lassen aber den Brustkorb. Dann schickst du dein Brustbein nach vorne und rollst nur im oberen Teil der Brustwirbelsäule hoch. Genau. Dann Arme rauf, Bein runter und du kommst wieder zum Stehen. Bring die Arme auf der Seite runter und stell dir vor, du bist in irgendeiner Stadt, wo man jetzt gerade nicht hin darf. Die hat ganz coole Gebäude, moderne oder alte. Und ganz oben willst du was sehen. Du hast aber rundum und um viele Menschen. Ja, du willst niemanden berühren. Hebe mal das Kinn weg von der Brust, das reicht. Den Rest lass du mal die 7 Halswirbeln machen, halt aber den Unterbauch fest. Dann haben die Halswirbeln genug gemacht. Jetzt macht der obere Teil der Brustwirbelsäule wie vorher beim Schwan. Lass den Oberbauch los und schau, ob du oben an einem Plafond oder im Himmel was sehen kannst. Dann alles wieder nach vorne schauen lassen. Nochmal. Erst heb das Kinn weg von der Brust. Dann lass deine 7 Halswirbeln einzeln die Beugung nach hinten machen. Und dann lass die Brustwirbelsäule die oberen 7 Brustwirbel. Ja, genau. Und dann komm wieder zur Mitte. Das war super. Wir machen jetzt stehende Sidekicks. Wenn du weißt, das wird wackeln, halt dich auf einer Seite wo an. Du kannst deine Hände ans Hinterhaupt legen oder überkreuzen vorne oder zur Seite strecken. Verlager dein Gewicht auf das rechte Bein. Der linke Fuß schwebt noch nicht hoch. Das rechte Bein bringt jetzt mal das Becken über den Oberschenkelknochen und dann schwebt der linke Fuß hoch. Und dieses Bein, das da schwebt, bringst du jetzt nach hinten gestreckt in Schamen Richtung Stirn. Und dann schwebt es nach vor mit 6 Uhr. Zurück 12, vor 6. Zurück 12, vor 6. Zurück 12, vor 6. Was musst du mit dem Kopf machen? Was musst du mit der Standbeinseite machen? Kannst du die 5 Zehen heben, auf denen du stehst? Du musst mehr auf der Ferse stehen. Streck das hintere Knie. Unbedingt. Es gilt nicht Knie beugen. Es gilt auch nicht Fuß ausrotieren da hinten. Und dann stell Fuß neben Fuß. Wenn du willst, wechsel die Hände. Verlager das Gewicht auf das linke Bein. Bring bewusst das Becken über den Oberschenkelknochen und dann schwebt der andere Fuß von selber hoch. Bring das Bein nach hinten mit Schamen Richtung Stirn, nach vor mit 6 Uhr. Bewusst mach dir, das Körper will hinten in jedem Fall das Knie beugen, wenn man nicht mit dem Bauch mehr machen will. Und er will auch den Fuß hinten ausrotieren. Das soll man auch nicht. Genau, das sind unsere Sidekicks. Sehr gut. Stell Fuß neben Fuß und geh ganz ans vordere Ende der Matte. Denk dir, wir setzen uns hin für Rolling Like a Ball. Wir rollen aber nicht in einen Ball, sondern wir kommen gleich in den Teaser. Setz dich hin und fahr Arme und Beine aus im Teaser. Zack, halte, halte, halte und roll dein Becken tief und komm wieder hoch. Nur das Becken tief und komm wieder hoch. Genau. Und jetzt machen wir Seehund, 3 bis 7 und dann stehst du auf. Beug die Knie, fass zwischen die Knöchel, klatsch, klatsch, klatsch. 3 bis 7 deswegen, weil bis 7 hast du Zeit zum Überlegen, wie du aufstehst. Und dann stell flache Füße oder überkreuzte Beine hin zum Aufstehen. Gut, komm wieder an das vordere Ende der Matte. Denke wieder, du machst einen Rolling Like a Ball, du kommst hinter die Sitzbeinknochen, aber in Wirklichkeit kommst du gleich in den Teaser. Du stoppst dich, indem du die Arme und die Beine vorbringst und den Unterbauch festmachst. Halte hier. Bring die Arme neben die Ohren. Senk deine Beine und heb sie. Senk die Beine und heb sie. Wir sind im Teaser, Doris, das ist viel interessanter. Genau. Dann beuge die Knie, 3 Seehunde, weil jetzt weißt du, wie man aufsteht. Klatsch, 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 roll. Klatsch, 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 roll.
Und dann steh kreuzschonend, knieschonend auf. Gut. Jetzt stehst du am vorderen Ende der Matte und du drehst dich einfach um, dass du den großen Teil der Matte vor dir hast. Du hast parallele Füße, hüftgelenksbreit. Wachs in den Boden mit den Füßen, während du die Wirbelsäule abrollst. Kopf, Hals, oberer Rücken, unterer Rücken. Schieb die Füße in die Matte, schieb flache Hände in die Matte und wander mit 4 Schritten mit den Händen nach vor. 1, 2, 3, 4 und schieb wirklich die Füße rein. Wer will, macht 3 Push-Ups, die anderen halten und atmen. Dann hebst du das Gesäß und die Rippen hoch, drückst die Füße runter und wanderst mit steifen Knien und flachen Füßen, flache Füße, vor zu den Händen. Hab die Füße hüftgelenksbreit und roll die Wirbelsäule auf. Unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken. Schließ die Füße komplett. Bring die Arme nach vorne. Einatmen, Chest Expansion. Heb dich rauf auf die Zehenspitzen, bring die Arme am Körper vorbei. Halt dich ruhig, den Atem auch. Drehkopf rechts, Drehkopf links. Mitte, ausatmen, senk die Fersen, heb die Arme. Einatmen, komm vertikal nach oben. Spür die guten Füße, dreh den Kopf links, dreh den Kopf rechts. Mitte, ausatmen, senk dich ab. Bravo, das war super.